In diesem Lernvideo stelle ich euch miteinander vergleichend und voneinander abgrenzend Homologien und Analogien vor. Wozu das Ganze? Für Biologen ist die Frage nach der gemeinsamen Abstammung verschiedener Arten von großem Interesse. So können Merkmale von Lebewesen, je nachdem ob sie analog oder homolog sind, dazu beisteuern, phylogenetische Abstammungsbäume zu erstellen. Auch in der heutigen Zeit, in der Untersuchungen zu Verwandtschaftsverhältnissen zwischen Arten hauptsächlich auf DNA-Sequenzvergleichen beruhen, zieht man trotz allem auch noch die anatomischen Strukturen in die Analyse mit ein. Und genau hier spielt das Wissen darüber, ob Merkmale homolog oder analog sind, eine ganz bedeutende Rolle. Nun zum eigentlichen Stoff. Beginnen wir mit den Homologien. Diese beruhen, wie du sicherlich schon gehört hast, auf einem gemeinsamen Grundbauplan. Paradebeispiel für homologe Merkmale sind die Walflosse und der Vogelflügel. Der Begriff Grundbauplan löst oftmals Schwierigkeiten im Verständnis hervor. Doch damit ist einfach gemeint, dass homologe Strukturen anatomisch-morphologisch sehr ähnlich sind. Also die Walflosse und der Flügel sind beide aus Knochen, Knorpel, Gelenken und Muskeln aufgebaut. Hier sehen wir auch ganz deutlich, dass homologe Strukturen nicht zwangsläufig die gleichen Funktionen haben müssen. Die Flosse brauchen Wale zum Schwimmen, die Flügel der Vögel dienen zum Fliegen. Doch zur Funktion später noch mehr. Wenn wir nun also den Fall haben, dass aus einer Art zwei Arten entstehen, die bezüglich eines Merkmals zueinander homolog sind, dann bezeichnet man das als Divergenz. Divergenz und letztlich Homologie setzen also einen gemeinsamen evolutiven Vorfahr voraus. Um nun eine nicht ganz offensichtliche Homologie zu bestimmen, haben Biologen drei Kriterien, die sogenannten Homologiekriterien, entwickelt. Wenn nur eines der drei zutrifft, reicht das bereits, um untersuchte Merkmale, also zum Beispiel Organe, als zueinander homolog zu bezeichnen. Beginnen wir mit dem Kriterium der Lage. Nach diesem sind Organe oder morphologische Strukturen zueinander homolog, wenn sie in den jeweiligen Körpern der betrachteten Arten eine ähnliche Position einnehmen. Häufig betrachtet man hierbei die Reihenfolge der Knochen. Wenn diese Abfolge passt, wie hier grob an den Vorderextremitäten von Mensch und Pferd verdeutlicht, kann man ruhigen Gewissens von einer Homologie sprechen. Als nächstes schauen wir uns das Kriterium der Kontinuität oder auch der Stetigkeit an. Hierbei lassen sich zwei zu untersuchende Strukturen anhand von evolutiven Übergangsformen, also Zwischenstufen, miteinander in Verbindung bringen. So wurde das primäre Kiefergelenk der Haie über die Stufen Amphibien und Reptilien schrittweise zum Gehörknöchelchen der Säugetiere. Leider liegen solch klar zu identifizierende Übergangsformen nicht sehr häufig vor. Doch wenn, dann sind sie ein sicherer Hinweis auf Homologie. Zu guter Letzt zum Kriterium der spezifischen Qualität oder auch speziellen Struktur genannt. Dieses Kriterium ist relativ schwammig definiert und besagt, dass zwei Strukturen oder Organe dann zueinander homolog sind, wenn sie in einer Fülle von Einzelheiten übereinstimmen. Ihr seht schon, eine Fülle ist immer relativ und die Gefahr, hier etwas mit den noch gleich zu besprechenden Analogien zu verwechseln, ist groß. Dennoch lässt es sich ganz gut an den Säugetierzähnen und den Haischuppen verdeutlichen, was hier gemeint ist. Denn trotz der komplett unterschiedlichen Lage, zum einen ja am Kiefer und zum anderen auf der Haut, und trotz nicht vorhandener Zwischenstufen, sind Zahn und Schuppe zueinander homolog. Die Einzelheiten, die hier übereinstimmen, liegen in der Pulperhöhle, der Substanz des Zahnbeins, dem Dentin und noch einiger weiterer Besonderheiten mehr. Kommen wir nun zu den Analogien. Hierbei steht dieselbe Funktion zweier betrachteter Organe im Mittelpunkt, wobei es keinen gemeinsamen Grundbauplan gibt. Analoge Strukturen stellen somit Anpassungsvorgänge, auch Adaptationen genannt, an gleiche Umweltbedingungen dar. Erfolgt diese Entwicklung unabhängig voneinander, was bei Analogien fast immer der Fall ist, so spricht man von Konvergenz, also einer konvergenten Entwicklung. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch die beiden Pärchen, also Homologie und Divergenz auf der einen Seite und Analogie und Konvergenz auf der anderen Seite, gut einprägt. Ein Beispiel für Analogien sind die Grabbeine von Maulwurfsgrillen und Maulwurf. Beide besitzen ja vollkommen unterschiedliche Grundbaupläne, so hat die Grille ein Exoskelett und der Maulwurf als Säugetier ein Endoskelett aus Knochen. Aber beide sind sehr ähnlichen Umweltbedingungen als Bodenbewohner ausgesetzt und haben folglich durch Konvergenz analoge Strukturen evolviert. Auch die Lungen der Säugetiere und die Tracheen der Insekten sind Analogien, denn auch hier gilt gleiche Funktion, aber unterschiedlicher morphologischer Aufbau. So, ich hoffe sehr, ich konnte dir mit diesem Lernvideo ein wenig weiterhelfen. Wenn dem so ist, kannst du mich gerne bewerten und abonnieren. Bei Fragen zur Biologie stehe ich dir im Forum auf unserer Homepage Rede und Antwort. Bis zum nächsten Video, deine Streberfabrik. Bis dann, ciao.